Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Resident Evil 7. Wir stehen hier voll in der ekelhaften Suppe. Wir sind letzte Folge da runtergegangen, haben festgestellt, dass da unten etwas ist, was uns, naja, peripher ziemlich auf den Sack geht. Und ich wollte mal kurz nachschauen, was wir jetzt alles dabei haben und was wir nicht dabei haben. Haben wir Chemikalien dabei? Nein, wir haben keine Chemikalien, wir haben aber Schießpulver. So, das Schießpulver würde ich gerne rüberschicken. Das Kraut nicht, weil ich weiß, dass wir gleich Chemikalien finden, ne? Was war das eigentlich nochmal? Hast du Arschloch? Ach, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt es dir die Gelegenheit zur Flucht. Was war das? Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel hier raus. Im Zerlegungsraum im Keller. Okay, gut. Ist ja nicht das Problem. Jetzt gucken wir ganz kurz hier. Google meinte gerade irgendwie loszulegen bei dem Wort. Okay, ne? Das ist ja immer das Schlüsselwort schlechthin. So, das heißt, im Zerlegungsraum. Ich denke mal, der Zerlegungsraum wird ein... Ja, was wird der Zerlegungsraum sein, ne? Sehen wir jetzt den nächsten Raum schon? Das sieht echt ekelhaft hier aus. Was ist das? Verarbeitungsbereich, okay. Wir schauen mal, vielleicht kommen wir hier durch. Nein, natürlich nicht. Ist das Gewebe hier organisch? Und wenn ja, was ist es? Ne, das sollte vielleicht mal geklärt werden irgendwann, was das genau ist, weil... Ich habe bis jetzt überhaupt gar keine Ahnung... So. Diesmal lassen wir uns vor diesen Viechern. Okay, theoretischerweise reichen zwei Schüsse für diese Wesen aus. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. So ein bisschen Schießpulver. Und ein Handabdruck. Denk an das kleine Mädchen. So war das. Genau. Ich wollte mich gerade sagen, wie ging das nochmal, aber da haben wir es rausbekommen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ja, komm. Hi. Oh, du lebst noch. Ja, komm, hör auf, dir in die Hand anzugucken. Aua. Gut, wir müssen die andere Waffe wählen. What the fuck? So. Weil hätten wir die Waffe jetzt nachgeladen, dann hätten wir keine Munition mehr gehabt und das wäre schon irgendwo schade. Schlüssel für den Zerlegungsraum. Sehr gut. Die ist verschlossen. Okay, hier kann man einfach aufschieben. Das ist gut zu wissen. So, wir haben aber noch hier unten gesehen. Ich weiß nicht, war... Hier war nichts Interessantes. Sie können auf jeden Fall nicht durch Türen gehen.
Das ist unser strategischer Vorteil, den wir wissen müssen, Leute. Pistolenmunition. Erste Hilfe. Karte des Verarbeitungsbereichs. Ah, okay, perfekt. Da vorne ist die Werkstatt. Also, da lang, geradeaus durch ist die Werkstatt. Die ist leider abgeschlossen. Was ist hier? Hier ist der Raum zum... Ah, okay, das ist der direkte Durchgang. Und... Hier ist auch irgendwas. Was haben wir hier? Sieht nach dem Skorpionschlüssel. Okay, jetzt kommen wir in die Türen rein, wo der Skorpion drauf ist. Das habe ich jetzt gecheckt. Ein Dietrich, ein Schatzfoto haben wir gefunden. Ich benutze jetzt nochmal die Arznei, weil mir dieses, weil dieser Bluteffekt mir so dermaßen auf den Sack geht. Nicht genug Platz für die flüssige Chemikalie. Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Find es, wenn du kannst. Was ist das? Das ist doch der, okay, es ist auf jeden Fall der, Dingens. Der Kamin. Also sollten wir jetzt einen Kamin finden, Leute. Sollten wir darauf aufmerksam sein. Definitiv. So, wir brauchen auf jeden Fall Schießpulver. Wir brauchen nichts anderes außer Schießpulver. Hallo? So, ich habe ein bisschen Respekt. Muss ich zugeben. Man macht diese Scheiße wirklich nicht alle Tage. Flintenmunition. Wir haben nicht mal die Flinte, ne? Das muss uns durch den Kopf gehen. Okay, wir brauchen dafür den Schlangenschlüssel. So, den Skorpionschlüssel haben wir aber jetzt. Den können wir, glaube ich, in der Wohnung benutzen. Oben. Oh, fuck. Ja, egal, komm. Wir laufen. Wenn ich ehrlich bin, wäre mir jetzt die Munition dafür zu schade, die dafür zu benutzen. Was mir aber gerade auffällt, wir sind an der Ausgangstür vorbeigelaufen, glaube ich. Unfassbarerweise habe ich auch noch recht. Oh, lässt du mich los? Au, 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 au. Ja, und jetzt steht der nächste schon hinter uns. Auch sehr geil. So. Arschloch. Oh. Ich muss hier, da muss ich mich jetzt schon selber loben. Das war ein guter Headshot. So, hallo Kiste. Wir müssen noch ein bisschen aufheben. Ja, eigentlich brauchen wir den Schlüssel ja nicht mehr, ne? Oder brauchen wir den jetzt immer noch? Weil, ich meine, nützlich wäre der jetzt nicht mehr. So, haben wir hier irgend... Ja, hier können wir was aufschließen. Ah, sehr gut. Haben wir nochmal Pistolenmunition gefunden. Ah, okay. Oh, netter Schlüssel. Ja. Ist natürlich jetzt doof, ne? Kommen wir denn noch da wieder rein? Okay, gut. Das ist erstmal in Ordnung, aber... Jetzt
bin ich gerade ein bisschen überfragt. Als ob der Typ tot ist. Nie im Leben. Nur weil wir den einmal abgeknallt haben. Aber er liegt hier oben nicht mehr. Müssen mal gucken, wofür der Skorpionschlüssel noch passt. Ich glaube, der Typ ist auf jeden Fall noch da. Zumindest vermute ich das. Wisst ihr, als ob der jetzt einfach weg wäre? Was mir gerade auffällt, ist, dass die Türen nicht mehr selber schließen. Das machen wir jetzt flott. Okay. Okay, die defekte Flinte nehmen wir mit. Ich bin es leid, die ganze Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundeköpfe Reliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Wohnzimmer haben wir. Freizeitraum haben wir. Zerlegungsraum im Keller haben wir noch nicht. Pistolenmunition. Flüssige Chemikalien. Flintenmunition. Nichts. Okay, sie gehen also davon aus, dass das ein Parasit ist. Das muss man sich durch den Kopf gehen lassen, Leute. Und ich bin sicher, dass es kein Parasit ist. Was meint ihr? Kommt der Typ nochmal wieder oder haben wir jetzt erstmal Ruhe von dem Penner? Ich habe ein bisschen Respekt. Ein bisschen. Aber ich sehe ihn auch nicht mehr, ne? Ich glaube, nachdem wir den umgelegt haben, hat er sich jetzt erstmal zur Erholung gelegt. Müssen wir tatsächlich zuerst. Okay, das ist jetzt ein bisschen Hackmack, aber okay. Hätte ich auch vorher dran denken können, ne? Dass wir vielleicht diesen Schlüssel, dass wir vielleicht ein paar Elemente ablegen müssen, um die Flinte letztendlich auszutauschen. Dann lege ich einmal das Schießpulver auf Seite und einmal den Schlüssel. Ich glaube, den Skorpionschlüssel benötigen wir nämlich nicht mehr. Glaube ich zumindest. Sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber ich glaube schon. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann kümmern wir uns darum, dass wir da unten weiterkommen. Zwei der Hundeköpfe haben wir bereits.
Der dritte Hundekopf erwartet uns so gesehen da unten. Wir sind jetzt relativ gut bewaffnet und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüssikowski, Leute. Ciao.